Willkommen zurück zum Anno 1800 Let's Play. Wir machen hier heute weiter in der neuen Welt und im Cup. Wir sind weiterhin dabei, die Wolkenkratzer, die Bedürfnisse der Wolkenkratzer zu erfüllen. Wir sind ja mittlerweile bei Stufe 3 angelangt. Wir benötigen jetzt Cognac. Cognac stellen wir hier her. Hier natürlich nochmal ein bisschen umstellen, die Sache. Ich überlege gerade, ob ich das einfach komplett in die Ecke quetsche. Erstmal. Können wir ja später noch ein bisschen anders machen. Nicht so. Ja. Nimmt die Handelskammer auch erstmal nicht so viel an Platz weg. Schauen wir mal, dass wir hier noch eine Verbindung kriegen. Ja, wird auch getroffen vom Ministerium. Das würde mir soweit reichen. So. So, ich denke, wir werden drei Stück brauchen, drei oder vier Stück. Wir können ja mal kurz gucken. Crown Falls verlangt aktuell 5 Tonnen. Haben wir die Items schon ausgerüstet? Ja, ne? Ja, haben wir. Wir produzieren mit 3 12 Tonnen. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Das war eine gute Überproduktion erstmal haben. Das sind ja sogar 4, ne? Die wir gerade aktiviert haben. Ist nicht so schlimm. Ich würde das sagen, das passt dann soweit. Außerdem werden wir wahrscheinlich oder werde ich wahrscheinlich anfangen am Ende der Folge. Können wir kurz nochmal reingucken. Wir haben ja gerade einen Nicht-Angriffspakt mit der Bente. Ich glaube, den hat sie uns auch angeboten. Darum werde ich das auch gleich nutzen. Und gucken mal, haben die eine Allianz? Nein, ne? Haben sie nicht. Und dann werden wir das gleich nutzen oder werde ich das gleich nutzen, die ganzen Inselanteile von ihr aufzukaufen. Damit beginne ich am Ende der Folge. Und dann werde ich das ja nochmal zeigen. Und dann werde ich nach der Folge, weil das auch sehr nervig ist, sage ich mal, zum Anschauen, werde ich das ja zwischen den Folgen machen. Oder zwischen dann dieser Folge und der nächsten Folge werde ich die ganzen Anteile aufkaufen und dann am Anfang der nächsten Folge werde ich euch dann zeigen, wie wir Bente ja, besiegt haben. Das dazu. So, jetzt machen wir weiter. Wir brauchen noch Zucker. Wir waren ja in der neuen Welt. Muss ich gerade mal schauen, auf welchem Stand wir da waren. Die hatten wir dann zurück. Gehen wir wieder auf dreifache Geschwindigkeit. Ich gehe noch mal ganz kurz ins Forschungsinstitut. Ich bin mir nicht sicher, ob wir genug Forschung haben. Ein bisschen wenig. Ich mache mal ein paar Great Easterns rein. So, jetzt geht's weiter. Wir werden bestimmt noch mal ein bisschen mehr Bevölkerung brauchen. Ich glaube nicht, dass das reicht. Das werden wir jetzt zuerst machen. So, wir hatten hier schon komplette Versorgung drin. Wo ist das Ding? Fälle können wir auch irgendwo hier eine reinschieben. Du denkst, du bist frei, doch du bist nur ein Knecht. Und dann vielleicht hier nochmal irgendwo eine rein. Der Rest sollte eigentlich passen. Ich hoffe mal, das passt dann von den Arbeitskräften her. Bananen sind wir schon dabei herzustellen. Was kann ich für dich tun? Und nebenbei eben Trauben über den Hermann und auch über den Ali. Und jetzt brauchen wir nur noch die gebackenen Bananen. Da überlege ich mal. Da werden wir auch kein volles Layout oder so bauen müssen jetzt aktuell. Einfach irgendwo rein, wo es passt. Vielleicht hier in den Bereich. Nehmen wir gleich die Items rein, die wir benutzen wollen. Wie gesagt, einmal den Schokolatier hier.
da uns eben auch Zucker gibt. Rum auch, aber wir wollen vor allem den Zucker haben. Dann sie gibt uns auch nochmal Zucker, die Charlotte. Und Feras einfach, um das Ganze nochmal ein bisschen mehr zu pushen. Die Menschen lassen sie hochleben. Dann müssen wir gleich mal schauen. Hier kriegen wir so 2 rein. Wie weit geht die Reichweite? Okay. Und das nochmal nach oben schieben? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass das schon locker reicht. Schauen wir mal. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Hier mal noch ein paar Lagerhäuser hin. So, genau, hier brauchen wir noch die Verbindung. Vielleicht einfach mal eine Feuerwache hier irgendwo auch noch in die Ecke stellen. Vielleicht eine Polizeiwache. Haben die jetzt alle Items? Müssen sie ja haben. Ne? Wir haben Bananen, wir haben Fischöl. Wir gucken mal, was wir produzieren an gebackenen Bananen. Auch wenn das jetzt nicht im Fokus liegt, aber 71 Tonnen haben wir davon. Wir haben dafür zu wenig Bananen. Wie viel Zucker produzieren wir? 34 Tonnen. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Ich überlege gerade, ob wir jetzt noch auf noch mehr Bananen gehen sollen. Um das auszugleichen. Allerdings haben wir auch viel zu wenig Fischöl. Fischöl mache ich mir eher Gedanken, dass wir das hier nicht zusammenbekommen. Wir müssen auch nicht so viel machen. Also wir können das auch noch ein bisschen verändern dann. Tja, müssen wir gleich mal gucken. Was haben wir jetzt für eine Produktion? Immer noch nicht reichen natürlich. 39 Tonnen. Ja, dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier ein paar einfach abreißen, sodass wir das einfach runterbringen, die ganzen Produktionen, damit das wieder passt. Also wir müssen auf 39 kommen. Reißen wir die ab. Hauptsache, wir haben immer noch genug von den Nebenwaren. Das reicht ja erstmal. So, Fischöl haben wir jetzt genau richtig eigentlich. Leichten Überschuss. Bananen wollen wir eher ein bisschen zu viel verbrauchen. Das heißt, wir machen die ruhig wieder ran, die 2. Dann haben wir zwar zu wenig, dann werden die nicht immer hundertprozentig laufen, aber das ist nicht schlimm. Die Küchen. Aber wichtig ist, dass die Bananen dann auf jeden Fall verbraucht werden, ja, durchgehend, weil wir eben jetzt auch zu wenig Bananen haben. Und ja, dann sieht das doch endlich ganz gut aus. Wir haben immer noch 22 Tonnen Zucker, das wird erstmal reichen. Später werden wir eh noch eine Möglichkeit finden müssen, das dann in noch größeren Massen natürlich herzustellen. Ein Fähnchen im Wind. Ohne dich sind wir besser dran. Und ja, dann haben wir ja eigentlich erstmal alles. Habe ich auch alle Items benutzt. Ja, sieht gut aus. Dann gehen wir nochmal kurz rüber, schauen uns das nochmal hier einmal kurz an. Und dann müssen wir die Handelsrouten natürlich noch einstellen. Genau, uns fehlt jetzt Zucker,
Traum und die Dings. Aber ich werde erstmal die Handelsrouten einstellen. Neue Welt. Citrusfrüchte. Ich überlege gerade, ob wir das kombinieren wollen oder ob wir da extra Routen machen. Wir könnten ja auch diese Route nehmen. Und dann nochmal abändern. Aber nee, egal. Ich mache jetzt. Wir werden das später eh nochmal verändern, die einige Handelsrouten. Dann machen wir jetzt die Nebenwaren hier rein. Also, was wollen wir alles mitnehmen? Das ist eine wahrhaft bedeutende. Was wollen wir alles mitnehmen? Nicht da, sondern hier. Paprika brauchen wir natürlich nicht. Warum haben die eigentlich Kaffee? Ach ja, weil wir es verteilen. Ja, okay. Goldbarren brauchen wir auch nicht. Zitrusfrüchte haben wir schon eine Route. Wir wollen die Trauben mitnehmen. Waren das jetzt nur die Trauben, die wir haben wollten? Ne, Zucker noch. Wo ist der Zucker? Habe ich übersehen? Wo ist der Zucker? Hier. Genau. Machen wir das Ganze so. Packen wir einfach auch zwei, drei Schiffe drauf. Erstmal ein gutes. Genau, und hier dann über Bord schmeißen. So, dann läuft das schon mal an. Das heißt, Trauben und Zucker kommt. Dann müssen wir jetzt nur noch das Kirschholz machen. Ich schaue gerade jetzt noch mal, was wir überhaupt brauchen an Zucker und Trauben, ob wir genug haben. Also wir brauchen eigentlich 12 Tonnen die Minute an Trauben und 12 Tonnen Zucker. Gleichen wir das noch mal ab, was wir hier produzieren. Wir haben Zucker, glaube ich, haben wir einen Überschuss, das passt. Trauben haben wir zu wenig. Das heißt, wir werden jetzt auch noch die Trauben natürlich von der Kaffeeinsel nehmen. Weil hier produzieren wir ja auch. Was produzieren wir hier? Ja, sogar noch mal 11 Tonnen. Werden wir jetzt auch rüber schaffen. Hatten wir ja noch nicht gemacht. So, das werde ich jetzt noch mal dem zuordnen. Transfer Cup. Neue Welt. Machen wir noch mal eine neue Route. Neue Welt und dann nehmen wir hier die, wo ist die Kaffeeinsel? In der Kaffeeinsel nehmen wir jetzt die Trauben, wie gesagt, noch mit. Und mehr brauchen wir ja eigentlich nicht, ne? Dann müssen wir die zwei nochmal rauslöschen. Nehmen erstmal nur die normalen Frachtschiffe. Und hier dann über Bord schmeißen, wenn notwendig. So, dann kommt auf jeden Fall genug von dem ganzen Material hier an. Und dann fehlt jetzt nur noch Kirschholz. Also eine Sache nochmal kurz checken. Haben wir wirklich jetzt genug Arbeitskräfte? Da war ich mir ein bisschen unsicher. Ja, aber sieht gut aus, ne? Das passt. Und achso, ganz wichtig noch. Hauptwaren, die wir produzieren. In dem Fall die gebackenen Bananen, ja, dass wir eben auch durchgehend Zucker bekommen. Müssen wir die gebackenen Bananen natürlich loswerden. Das werden wir mit einer internen Route machen. Intern heißt intern in der neuen Welt. Das ist eine wahrhaft. Wir sind hier bei Zitrusfrüchte und dann machen wir einfach alles voll, alle Lager. Warum nicht? Und stellen noch einen Mindestlagerbestand ein. Wo ist es? Ich sag's dir, mit gepuderten Händen kannst du nicht anständig arbeiten. So, da es eine längere Route ist, nehme ich jetzt erstmal 3 Schiffe. Und ansonsten über Bord schmeißen. Ja, ist auch noch wichtig. Stellen wir hier noch den Mindestlagerbestand ein von, keine Ahnung,
100 oder so. Ist eigentlich egal. Genau, Bananen werden ja genug verbraucht, wenn die alle durchgehend laufen, die Bäckereien, sag ich schon, die Küchen. Und auf mehr Nebenprodukte müssen wir ja gerade nicht achten, ne? Denke nicht, das passt. So, jetzt gehen wir rüber, kümmern uns um die letzte Zutat. Schauen wir mal, wo wir das hinsetzen. Denk mal hier unten. Oder hier. Können wir nochmal auf eine andere Insel gehen. Ich werde das nochmal kurz vorbauen. Es sind wieder nur, ja, Baumschulen ist eigentlich immer das gleiche Prinzip. So, wo wollt ihr es hinpacken? Eigentlich so, wenn es geht, in diesem Bereich. Ne? Schauen wir erstmal, ob es reinpasst. Sieht aber gut aus. Handelskammer wird nicht berührt. Das heißt, wir müssen hier nur mal jetzt die Straße ein bisschen verändern. Reißen die mal raus. Können vielleicht hier auch eine langziehen. Dann brauchen wir das Ganze hier nicht unbedingt. Gehen wir hier oben nochmal eine Straße lang. Sollte das eigentlich reinpassen. Und wenn die jetzt auch nicht voll funktioniert, ist es auch nicht schlimm. Wie gesagt, so viel brauchen wir dann erstmal nicht. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Können wir frei platzieren. Handelskammer kommen sich auch nicht groß in die Quere. Wir haben in alle Richtungen eigentlich genug Platz. Vielleicht lassen wir das Ganze auch gleich so. Sieht auch ganz gut aus. Überlege ich gerade, ob wir auf jeden Fall nochmal. Genau, machen wir nochmal hier eine Straße. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Handelskammer. Dass die auch berührt wird. Die Arbeitskräfte reduziert werden. So, jetzt packen wir hier wieder die gleichen. Items rein, eben, ne? Hauptsächlich für die Erhöhung der Walddichte, ist immer ganz wichtig, dass man die so eng aneinander platzieren kann. So, was war das zweite Item, was wir brauchen? Band 1 können wir nehmen, genau, und genau, optimiert der Baumschnitt. Mutige Ideen werden von mutigen Menschen wie dir am Leben gehalten. Dann können wir, weiß nicht, nehmen wir jetzt erstmal das hier. Schauen wir mal gleich, ob das auch reicht. Ich denke mal, brauchen dann noch ein paar Lagerhäuser. So, dann warten wir mal kurz, was dann auch passt. Zuckertrauben, wie gesagt, werden gleich kommen. Dann mal rübergeschickt. So, wir haben jetzt aktuell, ja, jetzt geht's hoch, ne? 19 Tonnen, 12 sind nur benötigt. Und das wird gleich wahrscheinlich noch ein bisschen höher gehen. Also wir haben auch davon genug. Das heißt, die werden dann auch gleich anlaufen und den Cognac produzieren. Und dann müssen wir den Cognac eigentlich nur rüberbringen. Wir hatten ja schon Cup intern eine Route für Kekse, ne? Wir brauchen nicht so viele Kekse, bei weitem nicht.
Dann nehmen wir jetzt hier auch noch den Cognac mit. Dann kommt das Ganze auch in Crown Falls an. Ich überlege gerade nochmal, ob ich es nochmal kurz sperre, aber ich glaube, wir produzieren ja so viel über, dass wir es nicht sperren müssen. Gucken wir nochmal kurz den Bedarf an. Jetzt hatten wir 5 Tonnen. Das ist natürlich kein Thema. Wir produzieren 12 Tonnen, mehr als das Doppelte. So, hier wird dann gleich auch alles funktionieren. Genau, der hat jetzt die Trauben und den Zucker gebracht, denke ich mal. Sieht alles gut aus. Arbeitskräfte sehen auch noch sehr gut aus. Also wir verbrauchen ja auch nicht so viel. Also könnte man später nochmal überlegen, wenn ich die Insel vielleicht nochmal optimieren will an irgendeinem Zeitpunkt, zu irgendeinem Zeitpunkt, dass wir vielleicht doch den 4. Sockel nehmen für die Handelskammer und dann nochmal stärkere Items ausrüsten. Problem ist halt, ne, wer jetzt denkt, oh, diese ganzen Feuerwachen, das ist ja nervig und vielleicht gibt es ja dann doch die eine oder andere Explosion später. Ja, das kann passieren, aber wenn wir ohne Pendlerkai das Ganze hier aufziehen würden, kann ich euch sagen, würden wir hier nicht so viele Baumschulen später bauen können. Wir könnten auch nicht so viele von denen bauen. Wir könnten vor allem sehr wenige Fertigungsstraßen bauen, weil man deren Arbeitskräfte einfach nicht gut genug reduzieren kann. Also man kann sie nicht um 90 oder 100% reduzieren. Das ist einfach das, was das Problem auslöst. Oder 90 geht, glaube ich, sogar, aber das reicht dann bei weitem nicht. Das reicht dann vielleicht für 2-3 Gebäude. Und das war's dann. Ja, von daher denke ich, ist insgesamt das hier dann doch die bessere Wahl. Jetzt gehen wir nochmal rüber. Ich gucke gerade mal, ob der Hugo eine Quest anbietet, tut er aber leider nicht. Du trittst einem erlesenen Zirkel bei. Wenn wir jetzt gleich den Cognac haben, dann können wir, denke ich, auch noch Stufe 4 sehen. Hoffen wir, das schaffen wir. Und dann würde ich sagen, ich hatte es ja angekündigt, bevor ich es vergesse. Ja, Bente geht es auch immer weiter runter. Fangen wir jetzt an, Bentes Inselanteile aufzukaufen und ich mache das dann zwischen den Folgen fertig. Das ist relativ simpel. Ich fange jetzt einfach mal bei der 1 an. 1 ist die alte Welt und gucke, wo ihre Inseln sind. Ja, wir haben, ganz wichtig, man muss darauf achten, dass man den Einfluss hat. Und man sollte in der Diplomatie mit der Person nicht Angriffspakt, den wir gerade noch aktiv haben, zwar nur noch eine Stunde, aber ist noch aktiv, sollte man auslösen, weil den haben sie, also bei mir hat ein NPC den noch nie gebrochen und dann Krieg ausgelöst, sondern ja, ne, nicht Angriffspakt, dann kann man nicht angegriffen werden und dann kauft man einfach in Ruhe die ganzen Inselanteile auf, muss dafür natürlich auch Einfluss, viel Einfluss zum Teil aufbieten. Warum mache ich das jetzt erstmal nur mit Bente und dann später mit Hugo und jetzt nicht gleich beide? Das könnte man auch machen, wenn der Einfluss reichen würde. So, jetzt habe ich in dieser Welt eigentlich den ersten Anteil von allen Inseln von ihr gekauft. Jetzt gehen wir noch in die neue Welt, machen hier das Gleiche. Ja, ich zeige das jetzt einmal. Den Rest mache ich dann nach der Folge alleine, ohne euch. Das ist nämlich nicht gerade spannend. Ne? Und ihr seht, ihr könnt alle 10 Minuten, also Ingame-Minuten, könnt ihr dann den nächsten Anteil kaufen. Von der müsst ihr immer ein bisschen warten. Habe ich hier jetzt alle? Ich denke, ja. Dann haben wir hier im Cup. Bei ihr zum Glück nur eine Insel, glaube ich, ne? Oder zwei. Arktis ist nichts. Und dann hier in Embesa noch. Wir sind auf Augenhöhe. Es geht dir um Wohltätigkeit, richtig? Das müsste ich eigentlich alles haben. Dann könnte ich mal gucken, wann geht's. Das nächste geht erst in 8 Minuten. Muss ich ein bisschen warten. Und ja, jetzt gibt's hier doch nochmal eine Quest von Hugo. Mal schauen, was er hat. Mach es auf deine Weise. Folgungsaufgabe brauchen wir nicht. Ist das Karbunkel der Gesellschaft. Müssen wir oder können wir nochmal gucken jetzt auch, ob hier wirklich alles gut abtransportiert wird.
Das Wichtigste sind ja die gebackenen Bananen. Dass die auf gar keinen Fall volllaufen. Sieht aber ganz gut aus. Na, werden wir die nächsten Folgen eh noch mal ein bisschen oder werde ich noch mal ein bisschen überprüfen. Weil das muss zwingend funktionieren natürlich. Wir schauen mir noch mal kurz die Routen an. Kap Neue Welt. Scheint aber alles gut zu funktionieren. Geh nochmal hier rüber. Genau, ne, die funktionieren jetzt. Arbeiten auch mit 310%. Sehr gut aus. Na, auch hier schaue ich mir nochmal die Rohstoffe an. Zitrusfrüchte haben wir genug, Trauben gehen hoch, Zucker geht hoch, das sieht alles sehr gut aus. Machen wir eigentlich aktuell mit unserem Hochradwerk kein Layout. Sind Sie neugierig? Arbeitet ja voll. Hatte ich da schon. Import-Export müssen wir gleich auch nochmal umstellen. Machen wir alles gegen Dampfwegen aktuell. Machen wir denn mit den Hochrädern? Weil die laufen ja nicht voll. Haben wir dafür eine Route eingerichtet? So, das ist noch die Route, die die abtransportiert nach Kitema, glaube ich, ne? Naja, genau. Verstehe. Das war ja noch von der Arbitrage-Geschichte, die wir eingestellt hatten. Das werden wir auch in der nächsten Folge machen, dass wir das nochmal alles, ja, die Arbitrage sozusagen wieder abreißen. Weil wir haben jetzt die Insel, nutzen wir für was anderes. Ich denke mal, wir werden dann, weiß nicht, vielleicht das Hochrad-Werkhallen-Layout, werden wir es vielleicht gar nicht brauchen. Werden wir vielleicht sogar abreißen später. Ich hatte das nur zur Vorsicht mal aufgestellt, dass wir auch genug haben zum Importieren. Aber ich denke, wahrscheinlich werden wir es gar nicht brauchen auf der Insel. Müssen wir mal schauen. Lassen wir es mal so. So, jetzt Cognac müsste geliefert werden. Schauen wir doch mal. Ja, perfekt. Sind auch schon alle eingezogen, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, wir können jetzt noch Wolkenkratzer Stufe 4 uns anschauen. Ja, wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier. Ja, und jetzt sind wir auch mit der Bilanz. Zum ersten Mal nach langer, langer Zeit mal wieder im Minus. Könnt ihr euch mal anschauen. Hohes Risiko, hohe Dividende. Wie sieht es mit der Bevölkerung aus? Können wir schon wieder, ja, zwei Palastmodule können wir aufbauen. Dann haben wir jetzt Stufe 4 erreicht. Und ja, ich gehe mal kurz auf einfache Geschwindigkeit. Ne? Als nächstes brauchen wir dann die Schreibmaschinen. Vegatische werden automatisch wieder versorgt, falls ihr euch das fragt. Wo ist das Rathaus? Ne? Überlieferdienst Blauer Himmel, darum ist das eben auch so stark, weil es eben Billardtische, Violinen und auch Kaugummis automatisch erfüllt. Darum müssen wir uns darum aktuell zumindest nicht kümmern. Darum müssen wir jetzt als nächstes nur die Schreibmaschinen und mal als kleiner Ausblick für die nächste Folge. Können wir uns das ja mal anschauen. Ne? Wir benötigen hier auch wieder ein bisschen Stahl, Messing, was wir aktuell ja hier auch importieren. Was brauchen wir noch? Lacke, das ist was Neues. Ne, für Lacke brauchen wir jetzt dann noch endlich das Ethanol, was wir unter anderem ja auch auf der Kaffeeinsel produzieren. Und eine weitere Baumschule der Art Harz werden wir auch dann benötigen. Das machen wir dann in der nächsten oder übernächsten Folge. Eigentlich schon die Drogerie auch freigeschaltet? Nee, ne? Kaufhaus. Der Bulle wird zurückschlagen. Nee, dann müsste es ja hier unten auch auftauchen bei den Bedürfnissen. Nee, okay.
Und was wollte ich noch zeigen oder machen? Wir könnten hier mal gucken, wie sich unsere Bilanz verändert. Wir haben jetzt minus 53.000. Wenn wir mal die Zofe rausnehmen, die plus 15 Unterhaltskosten ja, uns kostet. Weiß nicht, dafür nehmen wir mal vielleicht einen Garrick rein. Ja, dann sind wir jetzt bei minus 35.000 und fallend. Schauen, wo wir da gleich noch landen. Ich gehe doch nochmal auf höhere Geschwindigkeit. Ja, dann seht ihr mal, was so ein Item-Tausch auch für einen Einfluss haben kann auf das Einkommen. Ich würde sagen, wir lassen das jetzt einfach mal in dem Rathaus drin, ne, dass ich euch das auch mal gezeigt habe. Weil diese Zofe ist natürlich ganz gut für maximale Einwohner, aber kostet uns halt schon einiges auch an Bilanz. Darf man nicht unterschätzen. So. Dann würde ich sagen, gehe ich hier nochmal zu Bente. Beende dann an dieser Stelle die Folge. Werde jetzt nach der Folge, wie gesagt, die ganzen Anteile nach und nach aufkaufen. Von ihr und am Anfang der nächsten Folge, ja, werden wir dann all ihre Inseln übernehmen und sie damit besiegen. Und wir kümmern uns um die Schreibmaschine. Also, hiermit ist die Folge jetzt beendet und wir sehen uns in der nächsten Folge.